Ja, hallo liebe Freunde, und da sind wir wieder zurück zum Fußballmanager 13 mit dem Danny und meiner Wenigkeit. Hallo. So, ja, wir haben ja jetzt vorgehabt, uns einen neuen Co-Trainer zu holen. Wir haben ein bisschen was noch offscreen gemacht, einiges. Ja. Und zwar zum Beispiel die Aufstellung. Guck Und mal. das Testspiel gegen Ja. Auxerre, was wir 5-0 gewonnen haben. Oh ja, das müsste man sich ja noch angucken Das hätten wir können. aufnehmen müssen, das war Schweinerei. Ja, Gewinnen echt. die einfach 5-0. So einen guten Sieg kriegen wir bestimmt nie wieder. Nee, das ist scheiße. So, da gucken wir mal. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Vorstand, Mitarbeiter, Spieler, Transfer, Scouting. Haben wir ja irgendwo einen Spielplan? Kalender halt, ne? Oder Kalender? Na da, wo das Datum ist, auf dem Pfeil. Ich schiele gerade. Da ist Datum. Ah ja. Ist da drauf. Und jetzt kannst du da rumbewegen. Ah, genau. Aber weiter vor können wir nicht, oder? Doch, da, an den Pfeilen. Dort oben rechts. Ach ja, okay, gut. Genau, ja. Gegen RJ Osea auswärts müsste man ja noch sehen. Ne, macht sich wieder klein. Ja, genau, hier unser 5-0. Hier sieht man auch, wer die Tore gemacht hat. Können ja noch kurz die Aufstellung herzeigen. Jetzt muss ich überlegen. Ich habe es jetzt noch nicht so oft gespielt. Freiburg. Mannschaft. Erste Mannschaft. Ja, der André steuert heute mal. Ja, das ist ja. Ich habe es noch gar nicht. Ich habe es ja noch gar nicht groß anspielen können selbst. Verein, ja, Spieler, Was guckst alles. du? Was willst du jetzt eigentlich gucken? Aus Aufstellung. Da musst du auf Freiburg und auf Taktik. Da oben. Nee, da ist andere Freiburg, da oben. Das Bei dem andere. Grauen. Ah, das hier? Und auf Taktik. Taktiken. Taktik. Ah, gut, genau. Ja, könnt ihr mal sehen, wenn wir so aufgestellt haben. Das ist ja so, das wollte ich ja noch ein bisschen ausführen, und zwar. Wenn die hier einen grünen Punkt haben, heißt das, sie sind hier für die Position geeignet, oder wir Ey, der ist wollen. gelb. Schweinerei. Ja, den werden wir dann mal eh umstellen. Hier kann man immer seine Werte sehen, eben halt. So, und wenn man den jetzt hier zum Beispiel auswechseln, was hat man jetzt Schönes? Ist das ja so, die haben ja keine Gesamtbewertung. Ja, genau, wenn wir den jetzt hier zum Beispiel verschieben, seht ihr, an welchen Positionen der grün ist. Zum Beispiel könnte der jetzt hier oben hin, hypothetisch, würde der grün aufleuchten. Aber das sieht scheiße aus. Ja, das werden wir ja nicht so machen. Genau, und wir haben ja eigentlich hier gehabt jetzt. Wir haben jetzt aber anderen reinnehmen müssen. Oder. Na, tausch den mit irgendeinem Außen da. Gucken wir mal, wer da noch hin kann. Mensch. Ja, der könnte zum Beispiel da hin. Genau, so was. Weißt, genau. Sehr schön. Da haben wir jetzt Kal Giruri und Caligiuri. Kalichori, ui. Und Rosenthal dann über der Mitte. So, das ist ja auch so, dass die hier keine Gesamtbewertung haben, also nicht so wie bei, was weiß ich, beim EA-Fußballmanager oder wie man das aus PS oder FIFA kennt, dass man nur eine Gesamtwertung hat, sondern nur die einzelnen Attribute. Und ich glaube, man kann die nur anhand noch unterscheiden, dass die, ja, kann man das noch unterscheiden? Also ich glaube, man kann die jetzt gar nicht weiter auseinanderhalten, ne? Wer da jetzt eben stark ist und wer nicht. Nö, nicht so wirklich, keine Ahnung. Ja, wie nicht, wir werden das ja, wir müssen uns damit eh noch befassen. Ja, komm, jetzt haben wir das hier so vorgezeigt. Jetzt machen wir hier Co-Trainer noch. Und dann haben wir eigentlich vor in der Folge am besten auch alle Testspiele. Dann könnte die Folge vielleicht auch wieder ein bisschen länger werden. Oh ja. Weil wäre schon nicht schlecht, wenn wir jetzt wirklich hier alle Testspiele. Wir haben ja noch einige vor uns. Siehste, Kapitän, haben wir ihn jetzt hier und Ja, ich. sind die halt alle scheißegal jetzt erstmal. Mach jetzt Co-Trainer. Team, so. Gegen Nee, du Interaktion. musst zur Suche, du geh erstmal hier oben, wo Bauschibären da steht. Da drauf. Nee, da auf Bauschibären. Und jetzt Suche. Aha, ah, okay, gut. Und dann Ah, Mitarbeiter. okay, gut, jetzt. Ja, das ist dumm, ich weiß. So. Genau. Genau. Jetzt brauchen wir Co-Trainer. Das wäre jetzt nicht schlecht. Müssen wir uns mal noch einen raussuchen. Ach, nee, wir haben ja noch sowieso noch kein Budget dafür. Ja, ist ja so. Von daher müssen wir jetzt eh sowieso erstmal das Testspiel bestreiten. Okay, gut. Brauchen wir jetzt erstmal die Bestätigung, dass wir da mehr Budget für Budget kriegen. bekommen. Das ist ja so, du kannst ja dann hier mit dem Vorstand schwätzen und dann hätte man vielleicht noch herzeigen können. Kannst da mehr Budget für die einzelnen Bereiche noch verlangen und sowas. Das ist schon nicht schlecht gemacht.
So, jetzt muss ich überlegen, wie geht es jetzt hier weiter? Mannschaft, anderes Spiel, wo muss ich, damit es weitergeht? Da Bundesliga? oben rechts auf dem blauen Button. Ah, Dorgan. So. So, jetzt spielen wir nämlich gegen Meirin, was auch immer. Kenne ich gar nicht. Pff, ich auch nicht. So, und dann Teamauswahl. Ja, das ist, wie gesagt, unsere Aufstellung. Hier noch einer verletzt. Ja, die sind nicht auf der Bank. Soweit sind alle auf der Bank und positioniert. Die sind noch alle grün, alles okay, alles tutti frutti. Was ist der hier? Ach so, auf der Leihspielerliste. Ja, gut. Aufstellung einreichen, nehmen wir so. Diese Nachricht nicht mehr anzeigen. Wollen wir das machen? Ja, mach weg. So, wir haben jetzt auch wieder 3D-Spiel eingestellt. Gegen Osea haben wir ja mal so ein Pünktchenspiel eingestellt. Da haben wir Ja, das Spiel an also sich nicht gesehen, sondern bloß ja, solche Punkte eben, die sie Pünktchen. bewegt haben, da War aber eben. gut, wir haben 5-0 gewonnen. Ja, falls stellen wir darauf wieder um, wenn es scheiße So, läuft. komm, zack, durch. Jetzt ja. So. Durch, einfach durch. Ansprache höchstens noch. Eine allgemeine. Muss jetzt nicht jedem Teil, will er ja alles Ich sagen. würde sagen, was bestimmt ist, ich werde vom Spiel keine großen. Was Leidenschaftliches wieder hier. Wir sind Favoriten, also raus mit euch und beeindruckt mich. Genau, mach einfach drauf da und dann gucken wir mal, dass wir die jetzt hier auseinandernehmen. Hoffen wir, dass das so klappt. Na klar. Ja, wir lassen das Spiel auch schnell laufen. Das ist nötig. Ja, klar. Das können wir vielleicht bei wichtigen Spielen mal langsam Ach, laufen nö, selbst das ist geil. lassen. Ja, sieht doch gut aus. Wir haben schon mal schön Ballbesitz. Ja. Und vor allen Dingen, ich habe auch noch mal auf das Gelb geguckt, weil ich immer dachte, jetzt hier wegen Dortmund. Ja, Highlight überspringen. 10 Minuten rum, immer noch keine Führung für uns. Was ist denn da los? Aber offensiv spielt sie schon mal schön, das ist gut. Jetzt, Hat einen Schlag jetzt abbekommen. passiert es. Jawohl! Jawohl, das ist 1 zu 0. Ah, ist ein Testspiel, ne? Ja, ich weiß. Unser erstes Pflichtspiel wird ja im Pokal dann sein. Gegen, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Das erste Mal, dass ich einen Manager bei den Testspielen schon bereits, dass es gut läuft. So. Max Kruse im Abseits. Wir können jetzt, wo war das? Hier, genau, eigenes Platz. Nee, wo war das? Stand. Ja, wir können hier noch ein, Kannst weitere. ja hier auf, wir führen ja schon 2-0, kannst ja sagen, hier geht mal noch weiter vor, machen sie vielleicht noch 3000 Tore, keine Ahnung. Was? Wenn ich aufnehme? Warum Ja, das jetzt hier? überspringen einfach, das ist jetzt irgendeine Rückblende. Ach so, ja. Ah, gut. Ja, Komm, alles nach angreifen vorne, hier. wir wollen Tore sehen. Alles nach vorne. Jawohl, jetzt kommen wir das 3-0 vor der Pause noch. Das ist Pflicht. Ja, das war schön, eine schöne Angriffsparade. Er ist vermutlich auch kein wirklicher Gegner, ja. Nee, nicht wirklich. Bei anderen müsstest du schon aufpassen, dass du nicht, kannst nicht einfach alle nach vorne schicken, weil. Viele Torschancen. Ja, ich muss sagen, mit Freiburg läuft das gut. Ja, in der Testspielphase, ne? Vorbereitung, die läuft gut und Saison dann. Aber ich meine, unsere Aufgabe ist ja, also unsere Verpflichtung ist ja, dass wir nicht absteigen. Ich denke mal, diese, das werden wir schon schaffen. Gerade Nee, so. wir müssten einen richtigen Top-Co-Trainer verpflichten. Einer, der dann alles so macht für uns. Man will es nicht so. Sicher Klopp als Co-Trainer. Unwillig. Ich werde vor dem Spiel keine großen Reden. Erstmal was Bestimmtes sagen hier. Was nehmen wir die? Ich würde sagen, ein bisschen loben, können wir sie ja mal. Ach, kritisieren die. Pflichtwort 3-0. Das geht so nicht. Ich wollte drei Tore sehen, nicht zwei. Habt ihr nicht aufgepasst in der Schule? Könnt Oh. nicht zählen. Ihr seid so dumm. Ja, man kann jetzt jeder Verteidiger, Mittelfeldspielern und so Angreifern sagen. Ich weiß nicht, ob man noch einzelnen Leuten was sagen kann.
Ja, man kann halt den einzelnen Teilen noch sagen, aber weiß nicht, das finde ich dann. Das kann man machen, wenn sie schlecht drauf sind. So kann man jetzt alle loben und es passt. Und ja, einfach weiter. Los, jetzt weiter einfach. Mensch, das ist ein Testspiel. Das kann man in Pflichtspielen machen. Die Kacke, das hält zu sehr auf jetzt hier. So. Wollen doch was sehen jetzt hier heute. Ja, wir müssen die auch mal loben, sonst sehen wir nichts, dann spielen die nämlich scheiße und dann geht's nicht. Klar, können sich gegenseitig loben. Der Trainer hat uns nicht den Kopf gestreichelt. Da sind wir Kacke. Ich hoffe ja, das ist nicht so wie beim Fußballmanager von EA. Wenn du da einmal was Falsches gesagt hast, hast du gleich verschissen. Beim Vorstand und überhaupt bei Spielern. Einmal zu viel kritisiert oder irgend sowas. Dann sind die gleich niedergeschlagen und können dann gar nichts mehr. Oh ja. Und bei der Frau hast du es dann sowieso verschissen. Weißt du, hast mich nicht beschenkt? Was soll das? Wo bleibt denn das 3-0? Jetzt, Jawohl. geht noch. Ach, meine Fresse. Immer Zeit hier. Wie sie sich erstmal einen Ball holen. Mach dir mal den scheiß Anstoß. Hier Dreckspenner. Ja, scheiß Wiederholung. Nochmal Schuss hier. Schön. Boah, schönes Ding. Das war schon mal geil, aber jetzt überspringen. So muss das sein. Guck keinen Ton mehr jetzt. Welchen denn? Ja, klar. Ziemlich leise. War hier eigentlich nicht. Weißt du erst nicht? Irgendwie nicht. Ich habe die ganze Zeit Publikum im Ohr gehabt. Du nicht, oder was? Nö. Ist dein Kopfhörer überhaupt drin? Ja. Na, eigentlich hättest du was hören müssen. Also jetzt höre ich auch nichts, aber die ganze Zeit war eigentlich so ein Publikum rauschen zu hören. 4-0 haben wir gewonnen. Wir haben gar 4-0. nicht gewechselt, ne? Oh, naja, Haben sie immer. alle durchgespielt? Na, egal. War eigentlich bloß ein Testspiel. 4-0 passt. So. Ja, komm, noch eine ganz kurze. Ja, war schön. War zwar So. nicht das versprochene 6-0. Aber naja. Na, ihr Spieler, da hatten wir nochmal die Statistiken. So, und dann. Zack, Ereignisse, ja. Hier nochmal die anderen Ergebnisse. Könnt ihr dann hier mal Pause drücken, wenn ihr die sehen wollt. Genau. Ich scroll noch so. Zack, zack. So. So, wir spielen als nächstes gegen Borg Pre. Oh Gott. Ah, gegen irgendwelche französischen Schweine. Ups. So, Freiburg auf dem Weg zum Erfolg. Ja. Würde ich auch sagen. Nach heute Spiel ist man auf jeden Fall total auf dem Weg zum Erfolg. Ich weiß gar nicht, eine ältere Nachricht können wir ja nicht löschen. Ne? Da ist auch gar nichts hier, dass da irgendwie. Nö, habe ich auch bisher nichts gefunden, dass man das löschen kann, aber Ja. egal. Was soll's. Bleibt da halt zugestoppt. Wenn irgendwann ist er voll, dann kriegt man keine neuen Nachrichten mehr. Ist auch gut. So, ach so, ist ja bloß die. Nur weitergehen, müssen wir mal gucken, ob sich das mal wieder nochmal ergibt noch. Budget und überhaupt mal. Wir haben auch ein paar Spieler, glaube ich, noch an der Angel. Aber da passiert nichts. Scouting. Scouting-Bericht über. Ach so, über den Gegner. Ja. So, dann gucken wir mal. Nee, da kommt irgendwie auch nichts, da. Weißt du? Angebot für Beiner wurde Ach akzeptiert. so, ja, ach der hier von der zweiten Mannschaft von Dortmund, der Stürmer da. Vertrag anbieten oder was? Ja, machen wir gleich mal. Und zwar für Beiner. Ich bin seit nicht an Vertragshandel mit Ihrem Club interessiert. Na toll. Warum? Keine Ahnung, weil er sich mag.
Der kann Bundesliga spielen, hallo? Ja. Vollpfosten. Ich bin nicht daran interessiert. Na egal, komm, dann hat er Pech. Ja. Bleibst du halt dort. Ich ja. In der zweiten Mannschaft. So, boah, würde ich sagen, wenn wir in der Folge noch was schaffen wollen mit Testspielen, dann würde ich mal sagen, einfach weiter. Ne? Im Moment kommt da sowieso nichts groß rein. Interessant wird es erst, wenn es losgeht mit der Saison. Ja, irgendwer wen will Kerkhäuslein. Wen hat ein Lehrangebot bis Saisonende für Freiburg Sebastian Kerk abgegeben? Wen denkt, dass dieser Spieler einen fest Bestandteil in der ersten Mannschaft werden könnte? Wen wird 60% des Gehalts von übernehmen? Etc. etc. Da wird den Verleimer anscheinend. Ja, oder? Ja, ja. Einfach ja. Mal sehen, ob was rauskommt dabei. Krimmer steigt wieder voll ins Training. Einer ist der Verletzte. Das ist ja nett. Ja, mal sehen. Ja. Da, ach nee, das war weg schön. Gut. 4 Tage. Ja, liebe Leute. Würde ich sagen, auf jeden Fall hier heute mal noch die Testspiele alle rumkriegen. Auf jeden Fall. Dann wird es heute ja eben auch Trainer- mal eine längere Folge. Sitzung. Andreas Grundberg hat eine Anordnung zur Einberufung auf eine Mitarbeitersitzung für Nutzen sein könnte. Ihr Personal hätte einige Informationen gehört, auf dass sie Zeit finden, nahezu für eine Trainersitzung aufzubauen. Na, dann machen wir das schon noch schnell. Sitzung abhalten. Andersberg ist der Meinung, dass Alexander Scho ein individuelles Trainingsprogramm bekommen sollte, um seine Fähigkeiten, die Bälle festzuhalten, zu verbessern. Von mir aus. Ja. Individuelles Trainingsprogramm zur Verbesserung seines Stellungsspiels vorhanden und sollten. Ja, machen wir auch. Lars Volker denkt, dass Erik hier in der Lösungsverdachung probiert, den Ball nicht immer aus der Tiefe zu holen. Es? Nö. Oder? Assistenz ja. Denkt, dass er nicht auch aus der Tiefe zu holen. Puh, weiß nicht. Aber Training beginnen, ja komm. Komm mal drauf. Ja. Ist der Meinung, dass Oliver Baum davon profitiert, immer noch nicht seinen schwachen Fuß einzusetzen? Ja. Ist der Meinung, dass eine deutsche 49-jährige Säger ein exzellenter Ergänzung für die medizinische Abteilung sei? Er schlägt ebenso den 49-jährigen Deutschen. Okay, und den 16-jährigen Deutschen als geeignete Kandidaten für diese Rolle vor. Wen nehmen wir jetzt so? Ich würde sagen, den 49-jährigen vielleicht, den Seger. Das ist ja. Seger ansprechend, das war ja auch sein. Ja, komm, machen wir. Vollitz, ich glaube, das heißt hier Vollzeit-Physiotherapeut ist der. Transferdatum sofort, Gehalt pro Woche. Oh, ja, wir können auch immer scheinbar noch nichts machen. Da hinten steht immer noch dieses rote Ding. Kann das Geschäft wegen des Vorstandsbeschränkungen nicht abwickeln oder korrigieren. Na, da bieten wir mal 1006 an. Wenn er das annimmt? Das ist mein Vertragswunsch. Angebot unter beiden. Unsere Vorstände liegen immer noch etwas auseinander. Hoffentlich können wir in nächster Zeit etwas vorwärts. Hier sind meine Forderungen. 1009 will er haben. Ja, machen wir 1009, wenn das noch geht. Nee, eben nicht, das ist ja die Scheiße. Und wir können auch nicht auf 1008 oder so gehen. Warte mal, wenn wir vielleicht die Vertragslänge ändern. Was haben wir 2000? Machen wir mal nur bis 2014, können wir da. Nee, geht auch nicht. Oder warte, vielleicht bei. Nee, auch nicht. Nee, geht nicht. Tut mir leid. Müssen wir abbrechen. Tja. Kriegst du auch nochmal. Hals nicht voll. Ja. Wir können höchstens noch bei so einem alten probieren hier. Der nimmt 1003er. Ja, mach. Gut. Angebot oder so. Ja, haben wir Hauptsache ein. Gut. Ja. Scouting über Wayne, Sportdirektor, bricht eigentlich in Nigeria, wenn dort sein Scouting auch keinen interessanten Spieler finden.
Hat die Aufgabe erst begonnen, hofft aber trotzdem, dass sie in naher Zukunft die ersten. Ja. Also ein Scout, der hier in wo ist er? Nigeria. Nigeria ist und eben halt für uns nach Spielern sucht, hat aber nichts Interessantes gefunden. Keine interessanten Schnitten. Verletzung, Bären stellt Verletzungsbericht auf. Einer Flum hat Faserriss in der Wade. Ja, ist nicht gut. So. Das ist ein bisschen blöd, dass man die alten Nachrichten echt nicht löschen kann. Ja, egal, jetzt geh mal vor, sonst wird das hier, dauert das hier wieder 3000 Jahre. Kerk, ja. Ja, lädt schön, ne? Oder? Nee, Ach ach, eine so, Antwort. akzeptieren wir. Ja. Und Dorgan. Tschüssikowski. Morgen Sü. gegen Borg. Schieß mich tot. Ja. So, Folge wäre eigentlich zu Ende, aber wir machen heute, ja wie gesagt, nochmal Ja, eine bisschen. Überlänge. Vorstand entscheidet über Farmteam. Ah, das ist nochmal interessant kurz. Obwohl die jetzt entscheidet, was? Der Vorstand hat Ihnen mitgeteilt, dass eine Liste von Teams erstellt wurde. Oh, was nehmen wir denn da von diesem komischen Verein? Was haben wir denn da alles? Westerlo. Westerlo kenne ich. Lustenau kenne ich noch. Lustenau ist, glaube ich, Schweiz und Westerlo ist Belgien. Ich habe ehrlich gesagt Würde keine Ahnung. sagen, Lustenau, oder? Bist du in der Schweiz? Ja. Also ich glaube, das war Schweiz, ne? Ist, ja, AD. ne, Österreich ist das. Gut. Jo, Österreich. Ne, das ist deutschsprachig, dann passt es doch. Ja, ich muss jetzt zu den Ösis. Obwohl belgische Talente sind. Ey. So. Freundschaft. Nee. Teambericht einloggen. Ja, was muss ich jetzt drücken? Bei der Mail müssen wir das machen. Ja. Vorschlag ab. Partnerverein. Ist denn auch nehmen Ja. Team vorschlagen. Naja. Ja, irgendwas mit einem Spielercheck. Naja, gut. Was mit dem. Naja. Gehen wir mal das nächste Testspiel an. Müsste jetzt mal langsam gleich Volker kommen. gibt Zusammenarbeit mit Herrn Bekannt. Ja, Ja, schön. schön. Gut. Haben wir zumindest einen Partnerverein. Ach gut. Ja, unsere Aufstellung, soweit alles okay, soweit ich sehe. Keine Verletzten Man hier. könnte höchstens mal noch ein paar andere ranlassen, ne? Was ist denn, warum ist denn der Ivan Santini so blau? Wieso blau? Ja, siehst du, der Name? So, keine Ahnung. Vielleicht hat er sich volllaufen lassen. Ne, geliehen von Zadar. Ach, der ist geliehen. Ja, wusste ich gar nicht. Ach so. Hau ihn raus. Lass mal hier den einspielen, wie hieß der? Wo ist der? Ich sehe den gerade nicht. Ja, was der empfohlen hatte. In dem eben Schreiben. Jendrizek, genau. Erik Jendrizek. Hau den mal dahin. Okay, machen So ein Stürmer. wir. Genau. So. Und unsere Gelino müsste ja jetzt hier sein. Alles klar, auf der Bank. Oh, jetzt einfach spielen. Ja. Jetzt müssen wir mal dran denken, ein bisschen durchwechseln dann auch mal. Oh ja. Können wir ja auch gleich nach der Pause mal machen. Wir haben doch so einen Haufen Ersatzspieler mit. Ich glaube, wir Gut, können Taktik müssen wir dann mal bei bearbeiten. Das machen wir aber nach den Dingern hier. Taktik hatte ich offscreen schon mal gemacht. Ja, was hast du denn gemacht, genau? War ja, kann ich dann nochmal alles. Weiß ich so nicht mehr. Okay. Gut, weiter zum Gegnerischen. Ja. Ja. Na los. Das sind wir dabei. So, Aber. jetzt kriegen die ja eine auf der Schippe. Jawohl. Sehr Geht schon mal gut schön. los. Caligiuri. Entwickelt sich schon mal nicht schlecht.
Wiederholung. Wuff. Oh, lässt das nicht mal laufen. Ja, ach. Schnell hin, ja. So. Naja. Ein paar Minuten schon überschritten, ja, aber da kriegen wir doch bestimmt noch hin, ja. Die ganzen Spiele jetzt ja mal. Jawohl! Ja, passt doch. Auch schön hier wieder aus, das lasse ich jetzt mal schön laufen. Also der entwickelt sich anscheinend gut auf der rechten Seite. Ja. Nächstes Highlight. Einer verletzt. Okay, jetzt können wir hier kurz Ansprache machen. Hier natürlich, dafür wird die aktuelle Leistung oder so, deshalb machen wir die Vorbereitung. Ja, da wird sich bitte uns noch auszahlen. Ja. Hier kannst du noch persönlich sprechen. Sieht selbstgefällig aus. Ach, da können wir was, wenn der hier so selbstgefällig ist, da müssen wir natürlich auch mal eine Ansprache machen. Ruhig, ich möchte nicht bestimmt ansprechen. Vorsichtig. Beruhigen Sie sich. Auf ihn lässt heute Abend kein Druck. Ich bin äußerst zufrieden mit Ihrer Leistung. Nee, ich will irgendwas. Beruhigen Sie sich. Ich werde mich enttäuscht. Bestimmt. Ich will was, wo die hören, dass sie nicht so selbstsicher werden sollen. Gehen Sie raus und sagen Sie mir, weshalb Sie einen Platz im Kader verdienen. Wechsel den doch einfach aus. Dann beruhigt er sich schön. Mensch, wir warten das mit gab's doch was Schönes, Mensch, ich werde euch heute enttäuscht, investiert. Sie haben heute viel für mich investiert. Könntest du sogar wechseln? Wechseln mal ein paar aus. Ja, gut, das ist richtig. Recht gut, gerade hier, die recht guten gerade. Weg damit. Alnaus, die Penner. Okay, was nehmen wir denn da Schönes? Oh, jetzt auch bitte nicht jeden Spiel einzeln angucken. Ne, will ich auch nicht. Ja, da hinziehen einfach, würde ich mal sagen, ne? Was ist so? Was war der hier nochmal für den Kunde? Wo steht hier keine Position? Steht er da, links oder dort, nicht? Ah ja. Wollen wir unseren Santini reinbringen? Ja, oh nein, ein Sturm. Dann würde ich sagen, können wir noch. Ja, mach ein paar. Mach jetzt einfach irgendwelche nein und gut ist. Sich zum Beispiel. Haben wir den eh überhaupt mitgenommen, der wieder fit geworden ist? Dieser Krimas oder wie der heißt? Ich glaube nicht, ja? Nee, haben wir nicht mitgenommen. Seht ihr ihn jetzt nirgends? Ne. Haben wir nicht. Den eh hier noch raus. Mensch, nein. Was ist der? Was war denn das jetzt für ein Assi? Na, was hast du denn jetzt da auch oben? Das ist der Tor, du hast jetzt mit dem Tor. Baumann muss ins Tor stellen und den wieder zurück. Gut. Ich wollte echt gerade was machen. Das ist ja, nicht überlegen, einfach machen. Ziehen. Ja, Mensch, doch. Ist doch langweilig jetzt hier. Links. Zentral, defensiv. Rechts. Was hier? Das ist das Keyboard. Ich brauche rechts. Oder war das nicht rechts jetzt hier? Der müsste gehen. Nee, das ist so. Nein, Mensch. Ich lasse das. Nee. Der könnte gehen. Wenn wir einfach ihn jetzt hier.
So, und den hier vielleicht noch hin. Nee, das Keeper, Keeper. Wollen wir mal einen anderen Keeper reinstellen? Komm, ich stelle mal einen anderen Keeper rein. Ah, jetzt weiter los, ja. Das ist ja öde. So, nein, wir müssen noch den Angreifer mal sagen. Ah, nee, können wir nicht. Ich weiß gar nicht, gibt es hier überhaupt sowas wie einen Schwierigkeitsgrad? Habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Wenn dann höchstens bei der Option. Ein weiterer Was? Schlag bekommen. Dann wechseln wir halt schnell. Hendrik, Zwie, ach, der ist schon raus oder was? Keine Ahnung. Ne, weil der hier steht. Hat einen Schlag bekommen. Hier steht das der auf der Bank. Schön, den stecken wir jetzt rein. Wo? Scheint so. Ach so, dann müssen wir jetzt zwei wechseln oder wie sehe ich das jetzt? Ne, sind die eingewechselt, das ist doch Blödsinn hier. Ach, was weiß ich. Welcher war es denn jetzt nochmal, der einen Schlag bekommen hat? Nicht der hier. Der Zug? Ja, das verstehe ich ja jetzt nicht. Hast du er einen auf der Bank auf der Schnauze gekriegt oder was? Hä? Den haben wir doch gar nicht reingebracht, den Zug. Ja, drüben eben. Ja, komm, mach einfach irgendwas jetzt und gut ist. Einfach drauf bestätigen. Egal. Er ist jetzt runter. Gut. Los! Schweinerei. Wie geht das Kuchen. denn? Ja, das war wohl kacke hier für den Verteidiger. Unser Keeper ist auch kacke. Ja, war ein Fehler. Geht ja gar nicht. Ginter. Wir haben hier noch Befehl nach vorne. Na. Ja, naja, wird wohl dabei bleiben, Ich denke mal auch. ne? Ja, wieder ein Sieg, schön. Alles gut. Wenn ich mal spare. Ja, was weiß ich. Alles klar, gut, weiter. Ja, das zeigt sich hier. Ja, Zug. Füße dabei, berichtet, dass rechts außen Hendrik Zug eine Oberschenkelprellung erlitten hat. Nachdem er in der Partie gegen Burg mit Sebastian Typen da zusammengeprallt ist, Behrens rät ihn, Zug vereinsintern behandeln zu lassen. Während seiner Behandlung wird Zug voraussichtlich 7 bis 10 Tage ausfallen. Okay. Kein Beinbruch. Mit einem glanzlosen Sieg. Trainingslehrgang. Nachrichten. Platzwart erkundigt sich nach Spielfeldänderungen. Ihr Platzwart gefragt, ob sie Änderungen an der Spielfeldgröße vornehmen möchten. Die Bundesliga-Regulären schreiben vor, dass das Spielfeld mindestens 100 Meter lang und 65 Meter breit sein muss. Die bestmögliche Spielfeld im Bad Nova Stadium kann 108 Meter lang und breit sein. Das Spielfeld im Bad Nova entspricht derzeit den Standardversionen. Ah, okay. Ist eigentlich scheißegal, oder? Oh. Derzeitige Maße. Ach, mal einmal bestätigen, gut ist. Ja, wenn es ihn glücklich macht. Aber ist dumm. Ja, von mir ich. Wir sind eigentlich nur hergekommen, um zu allem Ja zu sagen. Ja.
So. Weiter geht's. Was ist jetzt eigentlich mit dem Co-Trainer? Wir haben ja nichts bestätigt gekriegt hier. Naja, eben, das ist ja das Beschissene hier. Keine Ahnung, gucken wir uns mal offscreen an, das ist jetzt alles. Na gut, mal zum Ziel, nur noch das Zeug jetzt hier fertig zu machen. Dass die Testspiele mal wechseln, dass es hier auch mal ernst wird. Was? Spielberater, will die Aufmerksamkeit seines Klienten richten. Wie würde den 21. Torjäger auf die Transferliste gesetzt? Früher spielt aktuell für. Und erzielt dabei 9 Tore, kann jetzt letzte Saison 26 Einsätze für seinen einen, konnte 9 Tore erzielen. Wollen wir dem ein Angebot machen? Ja, bestimmt scheiße. Der hat mal bei Schalke gespielt, ich kenne den. Nee, wollen wir nicht. Nein, dann auf keinen Fall. Wie kann man das jetzt hier ablehnen? Weil hier steht bloß. Einfach nicht drauf eingehen und gut ist. Und dann machen wir das so. Tunesien U20 Trainer hat in seinem Kader für die Spiele gegen Liberia U20 Bohren. Das Spiel wird ausgetragen am 4. August. Anweisung für Länderspiele. Bestätigen. Schön. Schick. Wir haben nur einen Spieler, der bei der Nationalmannschaft ist. Okay. Ist ja Hart, ich weiß. höchst interessant. Spielerberater filtern. Wollen wir nicht. Naja. Weiß gar nicht, wie viele Testspiele das jetzt eigentlich noch sind. Ja, komm, Löwe. Was mich das Blöde ist, wir haben jetzt immer noch keine Benachrichtigung, was wir mit dem scheiß Co-Trainer jetzt machen. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Testspiel. Ich denke mal. Oh, da steht doch was. Warte mal. Pokalauslosung. Ja, das ist, glaube ich, das letzte. Saragossa. Und dann. Ja, DFB-Pokal. Karl. Ja. Werden wir sehen. Ja, 1. August. Na gut, dann machen wir. 3 Tage. Nächstes Testspiel. Ja, wegen Co-Trainer müssen wir dann mal gucken, offscreen. Können wir doch in der nächsten Folge machen. Wollen wir nicht. Luzern an. Wollen wir nicht. Ist bestimmt scheiße. Scouting-Update von Keller. Das sind unter anderem Spieler zur Auswahlliste hinzufügen. Ja, kann er von mir aus machen. Ja, ja. Hat er Ja. jetzt, dass wir das mal rumkriegen jetzt ja. Zieht sich wie Kaugummi. Ich hatte ja gerade den Bericht Bilder zusammengefasst. Ja, schön. Scout-Bericht Angebot machen. Nee. Angebot machen. Nein, ich nicht. Behalte den Dreck. Ich denke, wir suchen uns unsere Spieler selber. Ich noch, brauchen wir nicht. Nee, darauf kann man vielleicht mal irgendwann eingehen und sich das näher angucken, aber das, Nervt nee, jetzt. hält jetzt auf alles. So. Aufstellung einreichen. Naja, war Ja. schön, war doch. Einfach los. Darüber können wir uns noch öfter einen Kopf machen. Oder Aufstellung.
müsst ihr gewinnen. Gegen Sarako, also muss man einfach gewinnen. Oh ja. Den müssen wir weghauen. Steht gleich auf dynamisch. Sehr dynamisch, dynamisch. Sehr. Ja, das springt dann wieder rum. Das ist nicht dran schleusen mehr machen. Okay. Ja, das sieht gut aus, Angriff, ja. Sagen wir zumindest ein bisschen im Ballbesitz. Wir dominieren sozusagen zur Zeit. So ein bisschen. Ja, sehr gut. Hier haben wir ein schönes Tor. Voilà, dann schöner Schuss. Na ja. Immerhin. Schöne Einzelaktion. Jawohl, sehr gut. Freiburg knallhart. Absoluter Favorit auf den Titel. Mit dem wunderbaren Bauschi Berne LP Trainer. Oh ja, das ist ja der Master Trainer. Eine Minute Nachspielzeit, sagt er. So. Wir machen bloß eine Gesamtansprache, richtig? Ja, genau. Ja, leidenschaftlich. Eine mal was Ruhiges. Wer einer von euch legt sie auf die Falle out, denkt bloß nicht, das Spiel ist schon vorbei. Genau, sagt das. Boah, ja. Anscheinend wird sie angespannt aus. Wirkt entspannt. Einige sind informiert jetzt, weiß? Weiß, wie jetzt verstehen wir nicht. War doch alles gut? Nein, ja, das ist keine Mannschaft. Naja, was ich noch ein bisschen beim Manager schade finde, ist das dann Ganze, dass man. Okay, ich finde, man hat irgendwie recht viele Antwortmöglichkeiten, aber es trifft dann letzten Endes ja immer wieder in Phrasendrescherei ab, oder? Ja, irgendwie schon. Was? Was? Ach so, gut. Jawohl. Ja, schön. Mensch, was ist los, Freiburg? So müsst ihr wirklich mal in der Liga anderen spielen. Ja. Übelst krass. Da wäre Bayern. Da wären wär wir nur Angstgegner von Bayern Dortmund. Genau. Ja, bist ja jeden Scheiß gewollt, das gibt's ja gar nicht. Wie gut sind denn die? Na gut, das sind jetzt nicht so qualitativ starke Mannschaften. Ja, Saragossa geht schon, aber auch gegen Ostea gespielt, so mega schlecht sind die jetzt in Frankreich, glaube ich, auch nicht. Ach ja, ich habe ja mal in der Nähe von Freiburg gewohnt, ich muss sagen, dass sie so gut sind hier, das freut mich sogar ein bisschen. So. Ja, gut. Drei ungelesene Meldungen, na dann gucken wir uns die an. Genau, machen wir die noch zum Abschluss und dann war es das erstmal in der Folge. Bernds medizinischer Bericht über Ginter. Physiotherapeut berichtet, dass der Innenverteidiger Ginter eine Schnittwunde am Schienbein erlitten hat. Na wie das denn? Hat er Nachdem er in der Partie gegen Saragossa mit Jorge zusammengeprallt ist. Ah, ja, um zusammenprallen muss man gucken. Vereinzelte Banden fällt voraussichtlich 2 bis 3 Wochen aus, na super. Tiert. Die reifere Spielanlage führt zum Sieg. Das, naja, bla bla bla. Könnt ihr euch ja durchlesen, wie euch jetzt nicht so. Ja. Das reicht erstmal heute für den Schnitt. Ja. Okay. Ja, denke ich mal. Jetzt wird der F9, wa? Gut, alles klar, dann bedanken wir uns. Bis zur nächsten Folge. Tü.